Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miniatur Autohandel. Ja, ich habe mal wieder eine neue Lieferung für euch. Das machen wir jetzt am besten als erstes. Ja. In einem anderen Video erfahrt ihr noch, was ihr schon im Short erfahren habt. Ne? Also das wird tagesaktuell hochgeladen. Beides. Ja. Damit ihr Bescheid wisst. Also tagesaktuell erstmal eine neue Lieferung. Richtig gewichtig, ja, gut verpackt von außen. Zwei Kartons stecken ineinander, ja, damit das wohl irgendwie passte. Ich bin mal gespannt, was bei rausgekommen ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt irgendwo mal an, hier mit dem Skalpell irgendwie hier reinzugehen. Das ist wie Weihnachten, ja, knistert jetzt ein bisschen, ne, hier im Bild rum. Ja, auf jeden Fall kommt schon mal ein. Ah ja, zwei Amazon-Kartons ineinander. So, siehst du, die Konkurrenz macht mit. So, damit noch nicht genug. Wir haben noch irgendwas mit Cajet Classic Fischvariation. 12 Menüs in Soße. Naja, gut. Muss wohl eine Miezekatze da wohnen. So. Ja, jetzt kommt natürlich darauf an, das so auszupacken, dass man natürlich nicht gleich alles absegelt. Ja? Ich zeige euch gleich, was ich meine. So. Ordnung können wir nachher immer noch machen. Kommt erstmal an die Seite. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was gesehen. Ja, so sieht's aus. Tada! Ja. Oh, da war ein Adressaufkleber, den habe ich eben nicht gesehen. Naja gut, so ist das manchmal. War ja nur kurz. So. Ansonsten, ihr wisst ja, DSGVO. Ne? Groß geschrieben hier. So. Im Grunde pfeifen noch alle nur drauf. Ja, jetzt müssen wir den mal eben hier irgendwo durchschneiden hier, weil der irgendwo noch hier dran hängt. Der eine Karton. So, jetzt wird es interessant, jetzt wird es lustig. Bin mal gespannt, was hier gleich alles fliegen geht. Also, wir fangen mal klein an. Aber einen kleinen ICE. Na, wer kennt ihn? Jo, guck mal, wie freundlich er guckt. Ja, da will doch einer richtig Gas geben. Geht aber nicht, wenn die Gleise nicht vernünftig liegen, ne? Ja, dann haben wir hier. Ah, ich mache einfach mal weiter auf. Wir haben hier nämlich ein Highlight bei. Ich weiß das ja schon. Aber ich will mal gucken, ob das auch wirklich tatsächlich das Highlight ist, was ich dachte. Nicht, dass ich mich da irgendwo verlesen habe oder so. Oder verguckt habe. Was für so wenig? Für so wenig Money. Ja, hier, das ist so ein Aufsatz, glaube ich, für den Trecker, wa? Also hier für den Anhänger. Frag mich jetzt nicht genug. Ich bin in der Landwirtschaft nicht so gut. Also, hier haben wir dann einen Rettungsdienst. Haha, noch kein Highlight, ne? Nee, das sind die, ja, die wir billig haben können hier für eine Mark 50. Hier sehe ich gerade hinten, muss auch mal richtig eingerastet werden, dann passt das wieder. Ja? Dann machen wir, wenn er Temperatur gekriegt hat, der ist jetzt noch richtig kalt. Ne? Dann haben wir hier noch natürlich so ein Axor oder Unimog oder was als Feuerwehrwagen hier, ne? Feuerwehrlöschzug. Ja. Huch. Ja, so ist das, wo gearbeitet wird. Ne? Und ich arbeite eigentlich fast rund um die Uhr, wenn man so will. Ich bin irre. Ja. Das ist das Schöne, wenn man selbstständig ist, dann kann man sich die Arbeitszeiten selbst einteilen. Und ich bin eher ein Nachtmensch. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so ein Chevy Silverado tiefer gelegt. Ja. Ah, sind die kalt, die Dinger. Bäh. Also die brauchen definitiv Temperatur. Sag mal, hat jemand seine Katze hier mitgeschickt oder was? So viele Haare hier drin. So.
Dann haben wir hier noch irgendwie was. Ein kleines Feuerwehrauto. Ne? Eigentlich ganz niedlich. Also für Kinder zum Spielen reicht das alle Male. Ne? Ja, für Sammler ist das wahrscheinlich eher nichts. Ja, das ist von Dicky. Ne? Eigentlich ganz niedlich. Habe ich noch nie gesehen. So, hier haben wir dann so ein Quad. Das könnte Paw Patrol sein, ne? Mhm. Wenn ich mir mal so angucke hier. Das ist Feuerwehrmann Sam. Ah ja, ich habe gerade die Info gekriegt, Feuerwehrmann Sam. Spielt's nochmal, Sam. Hier haben wir ein Quad oder ATV. Ja? Auch klein und handelsüblich. Aber echt gut gemacht. Ja? Mensch, da wäre ich als Kind auch begeistert. Ja, dann haben wir als nächstes ja, Hot Wheels, No, irgendwas, Xing Shang Shong. Ja. Ja. Kriegen wir auch noch raus, was das sein soll. Ne? Auf jeden Fall, ja, ist das einer der älteren. Ne? Nur mal eben nebenbei, erkennt man an den Felgen. Oha. Ja, Transformer, eindeutig zu erkennen. Hier, ne? Wir wollten nicht schon immer mal so ein Gerippe da unterm Auto haben, ne? Und, ja. Sieht aus, als wäre er hier Dings entsprungen, hier Mad Max oder so, ne? Ich muss so ein bisschen blutrünstig vorne, sieht er aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das aufgemalt ist oder nicht. Aber steht ihn auf jeden Fall. Also wenn ich mir das so unten drunter angucke, das passt schon. Hier haben wir so einen schönen Ersatzteilspender, ne? Ein T5, ne? Der Kindernotarzt. Und ja, oben die Hurratüte ist noch in Ordnung. Ja? Heckklappe fehlt. Das ist eigentlich das einzige Problem, was er hat. Die Heckklappe fehlt. Ansonsten steht er noch gut im Schuh. Also schlachten werden wir den deswegen jetzt nicht. Ne? Jo, dann haben wir so einen kleinen Mähdrescher, ja, von Siku. Oh, 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 haltet euch fest. Von Siku. Jo, Leute, sowas könnt ihr noch erleben hier. Ja. Auch ich kaufe mal Siku an. Ja. Wenn ich günstig rankomme, ja. Ja. Ich muss ja immer so ein bisschen höher leider ansetzen, weil, Leute, guck mal, 40 Euro, das seht ihr, wenn ihr im eBay mal ein bisschen nachforscht, dann könnt ihr sehen, so ein Basisshop kostet angeblich 40 Euro, also knapp. Ne? Und dann kommt das böse Erwachen, Leute. Ja? Da, wo sie das erste Mal kassieren. Weil die Steuern, und das steht da nämlich nirgends, kommt nochmal oben drauf. Und schon seid ihr bei 47 und. Im Monat. Könnt dafür 400 Sachen reinhauen. Ja, hier haben wir so ein, keine Ahnung, ob das Prio sein soll. So einen kleinen LKW hier. Aus Holz. Ja, hier ist das Highlight. Ist tatsächlich ein Highlight. So viel kann ich schon mal verraten. Dann haben wir hier noch einen schönen Polizeibus. Oh, mit getönte Scheiben. Damit können sie anrücken, würde ich mal sagen. No? Damit können sie ruhig mal näher rankommen. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Rettungsdienstwagen hier mit ohne gar nichts, ohne alles. Sound oder so. Ne, Sound hat er nicht. Hat er nicht mal ein Batteriefach, also. Nö. Also ein Rettungsfahrzeug hier. Weiß ich nicht, was das sein soll hier. Ford, Renault, irgendwas. Ne? Aber hat schon eine beachtliche Größe und sieht auch ganz gut aus. Also guter gepflegter Zustand. Ja. Und noch immer verrate ich das Highlight nicht. So, hier fliegt irgendwas rum. Aha. Oh, Leute. Das ist ja der Burner.
Alter. Ohohoho. Ist nicht wahr, ey. Ein Pickup von Playmobil. Und der sieht gar nicht mal schlecht aus. Guckt euch diesen Hoshi mal an. Scheint die 5615 zu sein. Oder die 70116. Könnt ihr mal gucken. Der erinnert doch stark an Ford Ranger oder sowas. Würde ich behaupten. Ich meine, klar, Gebrauchsspuren hat er. Ja, er hat auch hier so leichte Kratzer hier auf der Frontscheibe, die jetzt fast gar nicht zu sehen sind. Da. Ja. Das Dach lässt sich auch abnehmen, mit Sicherheit. So. Ja, dann habt ihr ein Cabrio. Könnt eure Figuren reinsetzen. Ein bisschen Ladefläche. Und dann ab an den Strand, wa? Würde ich mal sagen. Boah. Alter Falter. Und die Achsen. Ja, das muss so. Wegen der Geländetauglichkeit. Oh. Da macht Spiel mir wieder Spaß. So, dann haben wir hier ein AMG Mercedes SL65. Ja, fehlt das Batteriefach. Ist ein ferngesteuerter. Aber ich sag mal so zum Hin und Her. Daddeln reicht das. Allemal. Na, so, auf diese Art. Ich meine, klar, wer natürlich noch eine Fernbedienung hat, macht hier Batterien rein, muss ausprobieren, funktioniert es mit der Fernsteuerung. Ja. Ja, Hersteller wie immer wahrscheinlich Dicky oder DX. Irgendwas. Ne, Diasor Toys. Kenne ich nicht. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird ihn von euch kennen und auch schon gekauft haben. Ne, vorne auch schön hier mit AMG im Kennzeichenhalter. Hinten das gleiche Spiel. Ne, was hier genau beleuchtet sein soll am Ende, weiß ich nicht. Aber zumindest die Frontscheinwerfer. Und mit viel Glück sogar die Heckscheinwerfer, also die Rückleuchten. Ja. So, dann muss ich mal ein bisschen hier ausholen. Hier haben wir nämlich ein. Oha, noch richtig Blech hier. Oha. Ohne es zu wissen, habe ich scheinbar noch ein Highlight gekauft. Und zwar diesen Traktoranhänger von Ertel. Ja, Leute, so kann es gehen. Ich weiß zwar nicht, wie das da festgemacht wird, aber irgendwie muss es ja gehen. Na? Und ja, hier steht's, ne? Ertel. Na? Das ist ja der Hammer. Die Nummer 75, 76, 50 und am Ende ein D oder sowas. Ja. Ohne es zu wissen. Das ist der Hammer. Jo, dann haben wir wieder so eine Hot Wheels Fantasy Kiste. Ne, 3, 2, 1 meins. Oder deins. Müssen wir gucken. Ja. Ne, schön Metallboden, Rest aus Kunststoff. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Teil. Ja. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo das hinkommt, aber gut. Schauen wir mal. Vielleicht löst sich das hier gleich auf. Ja, dann die üblichen Verdächtigen hier von der Shell. Mal wieder ein Ferrari mehr in der Liste. Ja, die habe ich tatsächlich noch nicht alle drin. Die sollen auch Sound von sich geben können. Ganz ehrlich, ich habe nicht einen durchprobiert. Ja? Wobei sich das ja langsam lohnen würde, wenn ich mir da Batterien besorgen würde. Dann kann ich wenigstens was dazu erzählen, von wegen hier, jo, klappt oder klappt nicht. Jo, dann haben wir einen Löschzug, vermutlich von Fedes noch.
Oha, das ist aber lange her. Ja, Fehlteile sind natürlich vorhanden. Ne? Ich meine, man sieht's. Ja, hier fehlt was, die Leiter. Ne? Und hier das Blaulicht fehlt. Aber ich sag mal, ansonsten steht er wirklich noch sehr gut da. Ja? Schöner MAN mit drei Scheiben schon, die angedeutet sind. Ja? Natürlich aus der F-Reihe. Ja? Also so F2000 kennt er ja. Ne? Das war ja das Editionsmodell dann quasi. So, mit mehr Dampf, mehr Ausstattung und so. So, dann haben wir hier einen Ford Mustang. Da steht ein Knight drauf, also wenn man es noch erkennen kann. Ne? Hat natürlich einen Abrieb durchspielen, das ist klar. Ne? Aber ich sag mal, an und für sich steht es noch alles gut da. Kann man so lassen. Ja. Und ich denke, das geht vollkommen klar. So, jetzt kommen wir mal. Ja. Das ist ein richtiges Highlight hier. Von Siku? Mähdrescher oder was? Klaas Jaguar. Und dann in einem vorzüglichen Zustand. Schwöre ich euch. Ja, so weit ich hier sitze. No? Das glaubt ihr nicht. Tada! Da fehlt alles. Ja. Also, ich sag mal, für Bastler ist das definitiv nochmal was, aber ja, so zum Spielen würde ich es jetzt nicht mehr unbedingt hergeben. Ja? Da ist er denn zu gefährlich für die Kinder. Na? Ja, ihr müsstet dann halt hier ein bisschen die Nieten lösen, weil die haben sich mit Nieten absolut nicht lumpen lassen. Na? Ja, hier mit der schönen Achse zum Lenken. Die Räder noch komplett, ja, alles super. Ansonsten steht er wirklich noch super da, ne? Bis auf eben genau dieser Mangel. Ja, dann zu guter Letzt haben wir noch einen Linienbus. Ja, der wird mich jetzt auch nicht mehr retten, sag ich mal. Zumal eine Tür fehlt. Leider. Aber immerhin, es lassen sich alle schließen und ich kann hier ein bisschen an der Fahrzielanzeige drehen. Kommt aber immer wieder dasselbe, weil nur einmal bedruckt wurde. Nachteil, Frontscheibe fehlt, Außenspiegel fehlt auch einer. Fahrzielanzeige vorne fehlt. Also der reinste Teilespender. Ja? Mehr kann man dazu nicht sagen. So, ihr seht, hier die Tür fehlt. Ja, das kann ich wegdrehen. Aber hier, so, weg ist es. Ja, Türen lassen sich hier natürlich alle öffnen. Das funktioniert. Frontscheibe fehlt. Also ideal hier für einen, ja, zum Beispiel ein Unfalldio. Ne? Oder Schrottplatz oder so. Hier, ja, fehlt's. Also hier ist der Spiegel natürlich weg. So, fehlt oben noch irgendwas, wo wir schon mal dabei sind? Nein, da ist alles soweit okay. Ne? Leichte Gebrauchsspuren natürlich. Der Antrieb funktioniert hier auch noch. Halbwegs. Wobei der auch schon durchdreht. Ja, der dreht auch mittlerweile schon durch. Also das ist auch nicht mehr so richtig gegeben. Ich meine, wer sich damit auskennt, kriegt das bestimmt repariert. Denke ich mir mal. Ansonsten, das Modell ist geschraubt. Man soll es lenken können hier, aber also bewegen können, aber mal ehrlich, unmöglich. Ja? Ich frage mich, wie Kinder damit vernünftig spielen wollen. Das möchte ich mal sehen. Ja, gut, das war es also. Ein kleiner Ausflug zu den Autos und natürlich kommt jetzt noch zu guter Letzt unser versprochenes Highlight. Gehen wir mal zurück in die 80er, 90er Jahre. Ja? Wer von euch da schon auf der Welt war? Ja?
und schon ein bisschen was bewusst miterlebt hat. Auch noch vielleicht sogar klein war. Hatte bestimmt genau das unterm Weihnachtsbaum. Ja? Und zwar die Matchbox Intercom Serie. Ja? Also Intercom City. Und ja, auch ich gehöre zu denjenigen, die das unterm Weihnachtsbaum hatten. Ich kann mich da erinnern an das Ding mit so einer Werkstatt auf der einen Seite und einem Hubschrauberplatz und so. Und auf der anderen Seite war eine Baustelle. Ja? Und dann konnte man das Auto, also das waren ja immer nur ausgewählte Fahrzeuge, nicht jedes Matchbox-Auto, konnte man da rüberschieben und dann kamen so Texte, Töne oder irgendwas kam dann da immer. Ja? Vorausgesetzt, es waren auch Batterien drin. Ja? Also wenn einen die Eltern ausgetrickst haben, dann kam da natürlich nichts. Ne? So. Gut. Und genau so ein Auto habe ich hier jetzt. Ja. Funktion kann ich nur leider nicht testen. Hätte ich gerne gemacht. Aber ich habe das leider nicht mehr. Und schaut mal hier. Ganz selten nur noch zu kriegen. Ha? Und ja, er hat sich eigentlich nur unterschieden in der Farbe von dem anderen. Der Blitz, statt dass da die 911 dran stand, hatte der auf beiden Seiten den Blitz. Und an den Türen, hier hatte der dann das Intercom City Logo. Ja, hier war das natürlich auch nochmal farblich ein bisschen anders abgehoben und eben in Blau. Daran war er zu erkennen. Ja, der Ford LTD, ja, oder auch Ford Crown Vic, also der Ur-Crown Vic. Und dann gab es ja noch eine Reihe davor, ja. Wollen wir mal nicht abstreiten. Und ich finde, er ist in einem extrem gut bespielten Zustand. Ja, also er ist wirklich extrem gut erhalten dafür. Also nicht außer Verpackung gestellt in die Vitrine, nein, es wurde auch mit ihm gespielt. Er lag auch in der Autokiste drin. Hat dementsprechend auch Lackchips. Aber dafür sieht er sehr gut aus. Ja, wenn man sich allein schon hier mal die Blaulichter anguckt, hier, den Lichtbalken. Ja, leichte Abnutzungsspuren. Aber nicht extrem, wie bei manch anderen. Ja, ich guck mal, ob ich einen hier habe, so einen Kandidaten. Ja, der hier. Der hier weist deutlich schlimmere Spuren auf. Ne? Ja. Und der ist noch gar nicht so alt. Na, da muss der erstmal hinkommen von dem hier. Na? Also wirklich extrem geil. Ja? Jetzt hätte ich natürlich gerne so eine Bahn und würde da mal rüberfahren und gucken, ob es funktioniert. Na? Das wäre so der Hammer. Ja, und ja, der hier musste natürlich auch die Federung einbußen, ja, oder einbüßen, was der andere eben dafür hatte. Ja, die andere Variation davon, da gibt es auch das Taxi und noch weitere, die hatten eine Federung, eine leichte. Hat der hier nämlich auch nicht. Ja, das ist der feine Unterschied. Ja. Also nicht einfach mal, wenn ihr auf der Suche seid nach solch einem Fahrzeug, nicht einfach mal so achtlos an Autokisten auf dem Flohmarkt vorbeigehen, sondern wirklich einfach mal sich die Zeit nehmen, mal findet man was, mal findet man nichts. Na? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt mir wohlgesonnen, den Rest kennt ihr. Bis zum nächsten Video.